weiß es nicht. Ich gucke jetzt nochmal, ich habe noch einen anderen Guide gefunden. Dann erzähle ich noch ein bisschen was über das Begriff. You need to keep them from killing you by tightening the spring lock bolts right and left side. Wenn sie rot blinken, sind sie nah dran zu brechen. Ja, das ist ja klar. Frage ist halt nur, wie man da am besten vorgehen sollte, weil ein locker lassen darf man ja offensichtlich nicht. Ah. Du möchtest nicht, dass sie rot werden, aber wenn 5 oder mehr zur selben Zeit rot sind, stirbst du so oder so. Na super, es war ja nur eins rot. Jetzt gerade eben halt. Deswegen. Sie sind komplett aufgezogen, wenn der Punkt weiß wird. Ja, das weiß ich. Die Frage ist halt nur, warum das jetzt nicht geht mit einem halt so, ne? Weiß schon. Ja, ich guck gerade. Warte mal. In the best scenario, you should wait until they are all tightened before shaking. Ja gut, das ist klar. Während du arbeitest, ja, während du arbeitest und nur auf eine Seite guckst, werden sie auf der anderen Seite hochklettern. Steht hier, super. Danke für den Tipp. Ja gut, die klettern halt immer da hoch, wo man gerade nicht hinguckt, würde ich mal meinen, ne? Das Spiel sagt sich klar, aber die Gegner in der Mitte kannst du ignorieren. Ja, das ist klar. Das haben wir ja auch schon gemerkt. Zack, jetzt habe ich hier wieder ein paar rote. Ja. Verdammt. Ja, das war absurd. Das geht irgendwie hier. Alle zu halten geht nicht. Also mit einem. Ach, schon wieder. Das ist mal überhaupt nicht. Das sind zwei Mann dann. Ja, das stimmt. Letztes Mal haben wir lecker. Ja. Ja, ich spiele auch. Es gehört einem künftigen Glück dazu. Aha, super. Also so oft wie wir es verkackt haben da beim letzten Mal. Ja, aber hier steht zum Beispiel nichts davon, dass man einen gewunden lassen kann, was eine andere Punkte sammeln. Ja, ein blau. Ah ja, Dreierschub. Die muss man. Also man kann alle Kinder glücklich machen. Aber da braucht man, wie gesagt, die richtige Reihenfolge und muss sogar ein paar von diesen Dingern überspringen. Effizient. Ja, genau so sollte das auch aussehen. Und der grüne ist zum Beispiel Piercing. Ich hab ihn dann vergessen. Der ist happy! Also da muss man wirklich genau das Richtige haben. Das ist ja Baby, wie wir hier spielen, oder? Ja, das ist Baby. Okay, ja, jetzt haben wir nur ein. Ja, richtig, weil du die falsche Reihenfolge hast. So. Ja, das könnte es durch viel rumprobieren schaffen. Wer es sehen will, soll bei Markiplier gucken. So und jetzt? Achso, ich hab ja noch einen Schuss. Moment mal. So, guck, einer hat nur gefehlt. So, einer, so falsch kann ja nicht gewesen sein. Ich glaube, du kannst da rechts noch weiter. Immer springen, wenn er abgeht. Ich werd abgeholt. Oh, Tatsache. Oh, da sind ja noch mehr. Gut, dann habe ich halt drei vernachlässigt. Kann nicht alle. Tot. Ich konnte mit der Schande nicht mehr leben. Es waren schon fünf. Und was sagt die? Dingens, Bummens, Ding da. Ja, du sollst sie auf einer Seite festziehen und immer hin und her wechseln zwischen den Seiten. Halt doch. Ja, mal halt! Vielleicht hat ja einer von euch noch Pit. Ja, ich hab echt keine Ahnung, wir haben ja schon letztes Mal ziemlich oft versucht und es hat kein einziges Mal annähernd gepackt.
Vielleicht ist auch die erste, die du festziehst, bleibt die fest oder so? Nee. Ich hab keine Ahnung. Die Leute lösen sich alle. Also. Von daher. Die sind alle auch von Anfang an unterschiedlich stark festgezogen. Aber trotzdem ist es, ja. Also eins nicht anziehen klappt nicht. Das haben wir jetzt zweimal versucht. Ja. Deswegen, keine Ahnung. Und das macht es halt umso schwieriger, weil die Zeit, die wir an den einen verbringen, wo wir es theoretisch hätten freilassen können, ja, kann man halt die anderen dann nicht anziehen. Das ist schade, weil dann hätte es nämlich viel eher gepasst. Ja. Aber scheinbar wurde das irgendwie gepatcht oder so? Ich weiß es nicht. Also, wenn einer eine Idee hat, bitte mal in die Kommentare schreiben. Das wäre auch viel einfacher, wenn sich das nicht, wenn die sich nicht dauernd lösen würden, wenn man wiggelt. Ja gut, es will einem es halt nicht einfacher machen. Und das ist die schwerste Nacht im ganzen Spiel. Ich bin so froh, wenn wir das hinter uns haben. Ich auch. Die Nacht ist echt... Und weißt du, worüber ich auch froh bin? Hm. Dass ich die ganzen Sicherheitsaufnahmen gemacht habe. Ja. Oh, da ist jemand. Ja, ist schon wieder... Ja. Alles gelockert. Ja, ja, nicht so. Ah, weit. Leute. Ja, ich wollte ja was über Springtrap erzählen. Also Springtrap war ja als Kostüm gedacht, habe ich ja bereits gesagt. Und das hat nicht ganz funktioniert, weil diese Springlocks eben nicht richtig funktionieren, die sind kaputt. Und dann wird die Person da drin, ja, getötet. Die Springlocks gehen kaputt, das Ding reißt sich zusammen und, ja, haut sich in die Haut. Ist nicht schön, ist nicht toll, ist doof. Und wer im dritten Teil gut aufgepasst hat, weiß, das war die Todesursache beim Purple Guy. Jetzt muss man dazu sagen, unser lieber Charakter ist bekannt als der Schöpfer dieser Kreaturen, dieser Animatronics. Und er hat in einem Buch gesagt, er sei selbst so etwas. Wie er das gemeint hat, das wird tatsächlich in diesem Spiel aufgeklärt. Aber ist halt nicht so einfach. Ja, alles, ich weiß, alles locker, kann ich auch nichts dran ändern. Ah, ich drehe halt hier so mit durch. Ja, und egal wie schnell ich halt aber auch rüberwechsle, das spielt eigentlich keine Rolle, weil... doof. Ja. Ja, scheiße. So nervig auf Dauer. Ja, das ist schlimm. Auch gar nicht mehr gruselig. Nee, nur nervig. So schwer, das hätten die es nicht ein bisschen leichter machen, so ein oder zwei Schrauben weglassen können. Und jetzt habe ich für euch den größten Plot-Twist. Wir sind die Person, die später bekannt wird als der Purple Guy. Genau, weil wir sind vor lauter Angst lila geworden. Richtig. In dieser Stelle hier. Nee, es wird ja gesagt, Kinder können die Sachen, die in den Schatten passieren, oftmals falsch interpretieren. Und im vierten Teil wurde ja auch so ein bisschen aufgelöst, dass das Ganze halt eine Missinterpretation dieses Kindes ist, das eben im Koma liegt, aber mit Sister Location sind da ein paar neue Fragen aufgeworfen worden und ich habe mir die Videos dazu noch nicht angesehen, deswegen kann ich dazu nichts sagen. Guckt da einfach mal beim Game Furious rein, wenn ihr das wissen wollt. Werde ich auch noch irgendwann mal tun, wenn wir dieses Spiel irgendwann mal durch haben. Wir machen auch nur die 5 Grundnächte, die Bonusnacht machen wir nicht. Ich sehe schon, ja, schon so. Weil, da habe ich einfach nicht den Nerv für. Ja, wenn die Bonusnacht so was wird wie das hier, dann nein, danke. Die Bonusnacht ist noch schlimmer. Ja, dann trotzdem nein, danke. Obwohl, reingucken kann man ja, aber man sollte es dann... Nee, sicher. Dafür müssen wir was Besonderes machen. Also ich weiß zwar, wie es geht, wie man da hinkommt, aber seien wir mal ehrlich. Muss nicht. Na. Wer es sehen will, soll mal googeln. Der soll einfach beim Markiplier reingucken. Ist zwar auf Englisch, aber was soll's. Ja, da werden noch eure Englischkenntnisse ein bisschen auf Vordermann gebracht. Ich sehe das. Jetzt nicht mehr. Ja, was kann ich sonst noch sagen? Ja, Springtrap wurde ja eingeschlossen in der alten Pizzeria in einem Geheimraum. Und ja, ein Springtrap-Modell wurde ja scheinbar hierher gebracht. Das ja, unsere liebe Baby gefunden hat. Aber warum wurde sie hierher gebracht? Das ist eine offene Frage. Und offenbar ist ja seine Tochter dummerweise von Baby getötet worden. Und ich finde es auch lustig, wie sie das halt so sagt.
so tun, als ob. Man muss lernen, so zu tun, als ob. Also tut sie auch so, als ob sie unser Freund wäre? Scheinbar. Ja, Weil sie sehr nett. meinte ja, sie praktiziert das. Sie tut, als wäre sie das eine und ist in Wirklichkeit das andere. Also ist sie wohl gar nicht so nett, wie sie tut. Tut so, als wäre sie Ying, aber ist in Wirklichkeit Yang. Ich glaube, Yang war sogar das Gute. Sicher? Ich meine, ich hätte das mal irgendwo gelesen, dass das eine falsche Auslegungssache ist. Ah, dann tut sie halt so, als wäre sie Yang und ist Ying, was weiß ich. Die ist Es auf ist jeden Fall völlig blöd. egal. Ah, dieses Kackdinger. Wir drehen hier nur gerade am Rad. Wortwörtlich, an ganz vielen Rädern, die alle blöd sind. Vor allen Jetzt muss Dingen, ich schon wieder schütteln. der hat doch scheinbar beide Hände frei, um die Dinger zu drehen. Also, ich meine, ich kann das nicht mit der Zunge. Du hast das Ding nicht mal gedreht, bis es nicht mehr leuchtet. Ja, kann ich nicht, weil das hier schon so am Ding ist. Ich muss die halt jetzt gerade mal alle. So ein bisschen, oder wie? Ja, halt am Leben. Ja. Am Leben erhalten. Aber in 5 oder mehr rot werden, ist doch auch doof. Ja, was soll ich denn Ich machen? Ja, das weiß ist ja. Ich hasse dich! Ach. So, warte mal. Kann man wieder zurück? Wir haben Zeit, um alles einzeln anzugucken. Ich hab einen Plan. Alle Kinder abschließen einzeln. Oh. Oder kriegen wir auf jeden Fall nichts von dem anderen. Ne. Hier kriegt das so. Jeder Hier kriegen wir ein Piercing. die da oben, aber nicht hier, die hier. Ne? Deswegen würde ich sagen, die hier so. Machen wir mal so. Und dann zwei haben wir noch. Ja, das Oh. ist die versehentlich eingesammelt. Fuck. Egal, die brauchen wir für da hinten. Ja. Für die da. Ja. Oh. Fuck, die warten hier. Okay, alles gut. Alles gut, alles gut. Alles gut. Okay. Da musst du drüber irgendwie. Ja. Ja, okay, gut, hat geklappt, hat geklappt. Ich glaube, wir können es aber Für nicht. die Ja, hier. die brauchen wir auch damit. Fuck, ich hab außerdem zweimal gedrückt. Na, Ah. vorbei, egal. So ähnlich muss es gehen dann mit dem Piercing, nehme ich hier rüber. Ja. Und dann einmal. Ne, bei dem dann nicht. Den hätten wir, glaube ich, noch mit dem Einzelnen machen Ja, müssen. mit dem normalen, ja. Da hätten wir die oberen vielleicht doch mit dem Piercing machen müssen. Ja. Irgendwie so. Hinterher ist man immer schlauer. Den dann halt so happy machen. Was da hinten noch ist? Ne, die sind nicht mehr. Eigentlich alles egal. Ja, dann hätten wir die oberen wahrscheinlich echt Piercing. Stimmt, wenn, aber wenn der. Hört. Du hast schon wieder die Einrastfunktion. Ja, wegen dem Muss ich mal Drehen. abschalten. Auf meinem alten Computer habe ich das abgeschaltet, Muss ich dass das da nochmal kommt. machen, ja. Aber ich glaube, wenn man die. Geht der Muffin über die einzelnen Bildschirme hinweg? Nee. Nein. Also hätte ich gedacht, war der auf derselben Höhe wie die anderen. Schmeiße dich gleich mal in die Ja, Suppe. das bringt ja eh nichts, wenn man nicht weiß, wie rum. Ja, das stimmt. Gut. Ja. Ideen, Anregungen, wie man das da schaffen kann? Ich nicht. Ja, nee. Das ist ja das Problem. Schneller sollen. Ja, noch schneller. Ich habe ja jetzt versucht, nur so blitzschnell mal rüber zu Du warst wechseln. auch gut. Du warst echt Ja. gut. Ja, ich glaube, ich habe immer ein paar Sekunden oder eine Minute, bevor es fertig ist, dann Kannst du ja. jetzt vielleicht schon drehen? Nee, habe ich schon tausendmal versucht. Geht nicht erst, wenn die hell werden. Jetzt geht's erst. Ich habe immer so am Anfang so eine Stelle, bis wohin ich sie drehe. Nämlich auf drei Viertel erstmal. Aber später klappt es auch nicht mehr. Dann mache ich das nämlich nur auf Ich Hälfte glaube und sogar, dann. Markiplier hat das genauso gemacht. Ja, ich mache es halt erstmal bis zu einer bestimmten Stelle, aber es wird halt von Mal zu Mal, die Stelle muss man immer mehr Kompromisse weiter hinten eingehen. Weil sonst schaffst du es nicht mehr, wenn du es bis da hochdrehen willst. Ja. Da Also konnte wenn ich. ihr Tipps habt, bitte in die Kommentare hauen. Wechsel ja auch schon ziemlich schnell rüber. Seh dich. Ich habe jetzt einfach mal auf meinem Handy eine Stoppuhr angemacht. Um zu sehen, wie lange ich durchhalte. Ja. Ja, gucken wir mal, ne? Problem ist, ich habe ein bisschen zu spät eingesetzt, also ein paar Macht nichts, Sekunden. ja. Also es würde mich halt auch mal wirklich interessieren, wie lange ich die eigentlich schaffe, ob wir kurz davor sind oder Ja, weil wenn das Ding nach einer nicht. Minute schon zeigt, dann wissen wir. Ja, da war ich doch nicht so toll. Es kann ja sein, es kommt einem dann so lang vor, aber es dauert dann eigentlich gar nicht so lange. Ich meine, es sind ja im Grunde nur 3 Minuten. Das ist ja eigentlich nicht lang, aber wenn man das hier dauernd konzentrieren muss, kann das schon Ich meine, beim letzten Mal haben wir eine ziemlich halbe kritisch Stunde dauern. dran gesessen. Ja, das Da hätten wir stimmt. es 10 Mal schaffen können. Theoretisch. Sehe dich. Jetzt nicht mehr. So, ja, die erste Minute ist rum.
Sieht noch sehr gut aus, also. Ich glaube wirklich nicht, weil ich immer kurz davor war, aber Ja, das dann das halt ist nicht das Ende, gereicht das hat. ist extrem übel. Und inzwischen ist es übrigens auch dunkel, also ihr leidet hier mit uns, deswegen auch die Videos bitte im Dunkeln schauen. Ich weiß, es ist inzwischen ein bisschen spät, das zu sagen. Aber trotzdem. Besser später als nie, ne? Ja. Ah, ich muss auch gar nicht so viel wickeln. Vielleicht ist das das Geheimnis. Nur einmal so hin und her. Ja, wahrscheinlich, dass sie Damit. nicht so lose werden. Ja. Was sagt die Uhr? Anderthalb. Ja, ich hätte jetzt mit 2 gerechnet. Fuck, und das ist es halt, ja. Das ist, wenn man sich so konzentriert, vergeht die Zeit gar nicht. Das ist das Problem. Ja, aber ich behalte die Uhr im Auge. Wir gehen auf die 2 zu. Ich kriege Panik, wir haben die 2 erreicht. Ja, und da werden schon die ersten rot. Also bei 2 werden dann die ersten schon rot. Das ist, ja. Wenig wickeln, viel festziehen, sehr viel Ne. festziehen. Das nur, wenn 5 auf einmal rot sind, wurde, glaube ich, ausgestellt, weil. Ja, ich glaube, das war etwas zu hart. Weil ich habe ja hier alle rot. Fuck. 2,5 Minuten. Ja, sag ja, ich war, bin irgendwie mal kurz davor, aber mehr schaffe ich einfach nicht. Ja, du hast ja ein bisschen später auch angefangen, also war es noch mehr. Ja, wahrscheinlich warst du wirklich wenige. Ja, ein paar Sekunden vorher halt. Und das ist halt, ja, keine Ahnung, wie man es machen soll, schaffen soll. Ist mir ein Rätsel, weil ja. Weil es ist so knapp immer davor, aber immerhin ausgerechnet in diesem Moment geht's dann halt wirklich gar nichts mehr da lang. Und ich weiß nicht, ich bin ja schon schnell. Letzter Versuch für diese Session. Ja. Dann fahre ich heim, es ist schon spät. Ja, stimmt. Ja, ich weiß auch nicht, wie man es besser macht, weil ich bin ja, ist ja nicht so, als wäre ich langsamer. Ne? Ich wechsle ja so schnell ich kann immer hin und her. Ja, aber das mit dem wenig Wickeln ist schon mal eine gute Idee. Ja, das hat mir vielleicht jetzt gerade ein bisschen geholfen, wodurch es halt noch knapper wurde, aber ja. Vor allen Dingen die erste Minute ist, glaube ich, die leichteste. Ja, das geht easy. Bis Minute 2 geht und dann fängt ja an, alles rot zu werden. Ja, Minute 2 ist die Hölle. Und wenn wir es bis Minute 3 durchhalten würden, das wäre toll. Naja. Denn wir nur noch nach 5 zu machen, dann wären wir durch. Ich erinnere mich mit Freude zurück an Five Nights at Freddy's 1. Das hatte ja, glaube ich, 8 Parts. Und ja, ich kenne von Five Nights at Freddy's 1 die Partlänge. Okay. Na gut. Sowas vergisst man auch nicht so schnell, glaube ich. Ja, das Deine stimmt. erste Nahtoderfahrung im geistigen Sinne. Ja, stimmt. Das war ja das erste Horrorspiel, was ich im Let's Play wirklich durchgespielt habe. Das ist auch so nochmal was anderes. Das war ja für Halloween damals. Ja, vor allem, wenn man jetzt bellt und dann redet und dann erst gar nicht damit rechnet und dann ein Jumpscare kommt. Oh ja, Das ist männliche schlimm. Schreie. Sexy. Nicht zu vergessen, Rückkehr der männlichen Schreie. Und die erneute Rückkehr hat immer wieder. Ich Nee, lasse den nee. mal ein bisschen weiter höher klettern jetzt. Weil dann, ich glaube, ich lasse die auch mal richtig weit hochklettern so. Ich weiß ja, dass, wo das ungefähr geht. So, wenn der Kopf nicht mehr im Bild ist, geht's noch. Und dann, wenn man erst dann wiggelt. Ich glaube, das wäre vielleicht eine ganz gute Methode, weil die gehen ja auch zurück, wenn man wackelt. Und deswegen Ich kenne um. auch so Leute. Wenn Hä? der Kopf nicht mehr im Bilde ist, können sie trotzdem noch weitermachen. Ja. Draußen hat eben Auto Gas gegeben, ich habe mich erschreckt. Ja. Habe ich jetzt gar nicht mitbekommen. Ich Ja, konzentriere mich du bist hier. voll konzentriert. Ja. Also konzentriere ich mich hier gerade echt ungemein. Bin ja auch schon wieder recht Kurz vor schnell. Minute 2. Also sollten sie gleich wieder rot werden. Da klettert wieder einer, den lasse ich erstmal. Ich habe ja ein bisschen früher angemacht, also auch nur ein kleines bisschen, also es ist Minute 2. Da wird schon wieder einer rot hier, ja. Ja, jetzt werden sie alle rot, jetzt ist vorbei. Jetzt ist vorbei. Ja, kann man echt so sagen. Jetzt drehe ich nur noch auf Hälfte, weil ja, so bis sie halt gerade so nicht mehr blinken.
Weil anders wird sich nicht. Guck mal, der war der Drecksack hier. Die dürfen scheinbar, eins darf auch kurze Zeit locker bleiben, aber auch nicht viel zu lange. Ja. Habe ich gesehen, ja, jetzt hier, das geht echt nicht mehr anders. Ich habe, glaube ich, hier einen hochklettern. Nee. Doch, da ist einer, ja, jetzt ist vorbei. Ja. 2 Minuten 45 Sekunden. Also schneller schaffe ich es echt nicht. Das ist ja, war ja vorhin auch so ungefähr. Die da waren wir bei Nummer. 2,5. Ja, aber du hast ja ein bisschen später angemacht. Ja. Also ungefähr so mal 2 Minuten 35, 2 Minuten 40 so. Aber wirklich mehr kann man da kaum rausholen. Also wenn jemand Ahnung hat, bitte mal in die Kommentare schreiben. Ausführlich bitte, wie das funktioniert. Tipps und Tricks sind wir immer dankbar, vor allem ja. Bei der Nacht. Ich weiß noch nicht, wann es weitergeht, weil wir natürlich erstmal eure Tipps abwarten. Mhm. Ja, komm. Ja. So. Wir bedanken uns dafür, dass ihr der ersten, halt die Klappe, dass ihr der ersten Session zugeschaut habt, dass ihr dabei wart, dass ihr mitgeredet habt, dass ihr mitgespielt habt im weiteren Sinne. Und wir sehen uns dann einfach bei der nächsten Session, beim nächsten Part, wenn es hier weitergeht. Und schreibt mir einfach bei die Sister Location. Bis dann, euer Volk.